auch schon wieder zurück. Und pass auf, wie gehe ich denn in mein Bett rein? Hä? Kann mir jemand verraten, wie ich in mein Bett reingehe? Tja, hast mich da. Ja, das habe ich doch schon. Das habe ich doch schon. Also offensichtlich können wir gerade mit dem Bett gerade gar nichts tun. Aber das ist die Truhe. So, wir haben noch keine Outfits und unser eigenes Aussehen. Ja, ja, könnten wir verändern. Und die Galerie. Was, so viele Sequenzen hatten wir doch bis jetzt noch gar nicht. 43? Weil guck mal, wenn das jetzt alles 7 Sequenzen waren und es gibt... Na, jetzt bin ich schon wieder gerade überfragt, wie lange dieses Spiel geht. Aber lassen wir uns überraschen, ehe wir vorschnell irgendwie spekulieren. Wie ist denn das jetzt mit dem Bett hier? So, ja, ja, genau. Dann haben wir nämlich auch gleich nochmal einen Speicherpunkt und er fällt jetzt. Zack. Das Bett ist viel zu groß für ihn. So, jetzt weiß ich, was im Haus ist. Können wir uns jetzt endlich mal... Wach doch auf. Aufsteht, aufsteht. Los. Zack, 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 zack. Raus jetzt hier. Wir gehen jetzt hier raus aus dem Haus. Wenn ich nur wüsste, wo. Am besten da, wo die Tür ist, ne? Das macht Sinn. Können wir jetzt aufbrechen zum Wasserfall? Nimm das hier, bevor du losziehst. Es ist mein Rider-Notizbuch. Nun kannst du die Sachen, die du gelernt hast, nochmal nachlesen. Sieh es dir an, indem du Rider-Notizbuch im Menü berührst. So, Camp-Menü. Du kannst das Camp-Menü inner- und außerhalb der Stadt öffnen, indem du Zeugs. Es gibt einen Haufen Dinge, die du als Rider wissen musst. Aber hey, kein Grund, die Nerven zu verlieren. Das, was zählt, ist Liebe und Amore. Das sage ich auch, aber wenn ich dieses pinke Teil da in der Ecke schon wieder sehe, das hat auch ein bisschen viel Amore abbekommen. Mit seinem Horn, was aussieht wie Partyhut. Und der Liebe, Amore willen, sie bedeuten das Gleiche. Dann mach dir keine Sorgen um die kleinen Details, Meister Fluffig. Los geht's. Eine super Zukunft wartet auf dich. Du musst lediglich die Prüfung noch bestehen. Tun wir es. Lass mich doch einfach raus. Ja, ich bin bereit. Bist du bereit, Kumpel? Dann lass uns rausgehen. Pondry-Hügel, wir kommen. Ja, endlich können wir raus. Ja, 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 das schaut doch gut aus. So, ich bin gerade so ein bisschen noch verwirrt von der Lautstärke. Er darf hier drauf reiten. Aber wo ist denn dieses andere Ding, was wir befreit haben? Weiß ich nicht. Aber jetzt legen wir endlich los. Ich bin ja sehr gespannt. Wir sind leider immer noch so ein bisschen Tutorial-mäßig unterwegs. Das nervt mich immer so ein bisschen an, wie ihr wisst. Ah, da steht jemand. Mit dem können wir doch bestimmt gleich zum ersten Mal kämpfen. Aber es ist sehr schön gemacht, ne? Ach, warum bist du denn hier? Schau mal, da drüben ist ein hilfloser Abtonot. Geh hin und schnapp ihn dir, Tiger. Legen wir los, Kumpel. Frag einfach, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das mache. Ich laufe erstmal drauf hin. Hä? Kannst du natürlich auch machen. Eigentlich wollten wir uns dieses Teil hier schnappen. Aber... So, Zeit zu kämpfen. Ja, der erste Kampf, endlich. Der Abtonot. Oh, das war viel zu schnell, aber er ist voller Kraft. Das ist ein namenlos grasender Abtonot. Wähle zuerst Kampf. Oh gut, wir wählen zuerst Kampf. Und dann wähle dann den... Ja, okay, alles klar. Es gibt 3 Angriffsarten, hörst du? Ja, ja, ich sehe schon. Geschwindigkeit, Kraft, Technik. Versuchen wir einen Kraftangriff. Eine Konfrontation. Super. Bei einer Konfrontation greift ihr euch gegenseitig an. Wenn du die richtige Angriffsart wählst, fügst du deinem Gegner mehr Schaden zu. So, unentschieden. So, alles klar. Was passiert, wenn du es schaffst, die Angriffe eines Monsters zu erkennen? Dann wird dir das große Vorteile im Kampf bringen. Oh ja, da werde ich wahrscheinlich sehr schlecht sein im Erkennen solcher Dinge, ne? Es könnte auch zu einer Konfrontation kommen. Sieh dir die Kampflinien an, die erscheinen. Okay, was Rotes?
Warte mal, so, du kannst wählen, welches Monster du angreifen möchtest. Ja, wir haben ja jetzt nur eins. Indem du die Zielsymbole auf der rechten Seite antippst. Du kannst zudem eine Konfrontation vorhersagen, indem du dir das Symbol in Augenform links oben... Hä, links oben? Links oben, da ist kein Symbol. Bei einem Monstersymbol ansiehst. Was meint ihr damit? Da ist nix links oben. Wähle Gegner zum Angreifen. Ja, da haben wir nur den. Ja, ja, also denke ich mal, anhand der Farbe sehen wir, was er da für einen Angriff hat, ne? Blau wäre wahrscheinlich Geschwindigkeit und wenn da grüner... Also das würde ich mir so jetzt erklären, ne? Der Abtonto. Abtonto. Also bei den Namen werde ich so meine Probleme haben. Neigt dazu, Kraftangriffe zu benutzen. Ahnst du, welche Angriffsart du für einen Sieg wählen musst, Kind? Auch Kraft? Weiß ich nicht. Würde ich jetzt erstmal so probieren? Boom, ein mächtiger Kraftangriff. Erneut unentschieden. Ach so, okay. Kraftangriffe sind effektiv gegen Technikangriffe, aber sie unterliegen Geschwindigkeit. Wollen wir nicht einfach mal was anderes ausprobieren? Okay, gut. War jetzt nicht so effektiv. Aber wir müssen... Oh ja, doch, vielleicht. Doch, doch, doch. Aber wir haben dadurch ein bisschen mehr einstecken müssen, ne? Und was ist... Wir testen jetzt alles so. Geschwindigkeit, genau. Den hätte ich jetzt als nächstes auch mal ausprobiert. Oh! Okay, Mission erfüllt. Super. Aber so genau habe ich das noch nicht so ganz verstanden, was er damit meint, ne? Monsterangriffe zu erkennen, ebnet dir den Weg zum Sieg. Ja, auch wenn ich es, wie gesagt, noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Oh, Belohnungen. Rohes Fleisch. Fleisch von einem gefallenen Monster. Fürs Kochen und Kombinieren benutzbar. Ja, ja, da sind wir jetzt endlich mal so ein bisschen wieder bei Monster Hunter, ne? So, was haben wir hier? Monsterknochen. Vielseitiges, einfach zu findendes Material mit weitem Anwendungsgebiet. Fleisch ist immer gut, aber was ist denn hier der Bonus da hinten dran? Weiß ich nicht. So, mächtiger Abtonot-Schwanz. Verteidigung für sonst... Also, Schwänze finden. Entschuldigung. Kleiner Monsterknochen, vielseitig ein Unruhfleisch. Alles klar. Immer eher damit. Wir sacken Fleisch und Schwänze ein und können jetzt weiter uns zum Wasserfall aufmachen. Wortartig! Angriffe deiner Gegner zu erahnen, ist der Schlüssel zum Sieg, sicher. Wow! Kid, warte. Hast du bemerkt, dass deine TP recht niedrig sind? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um dir ein Kraut von deinen Objekten im Campmenü zu schnappen. Was? Achso, TP wiederherstellen mit Kräutern, alles klar. Benutze ein Kraut, um deine TP wiederherzustellen und dann auf den Hügel. Hügel. Entschuldigung. Okay, gut. Ja, ja, ja. Warte mal, wo haben wir das denn? Das ist im Lager, oder? Ah, so. Jetzt haben wir auch endlich mal sowas wie eine Karte. Das ist unser... Ja, ich sehe... Da sehen wir die Ausrüstung, Inventar. Was ist denn der Kampfbeutel? Weiß ich noch nicht. Hört sich spannend an. Story Quest. Ah, gut. Das ist gut. Rider Notizbuch. Da gucken wir schnell mal rein. So, Bewegung, Rider, Geschichte fortsetzen, Campmenü, Objekte. Okay, gut, pass auf. Dann, warte mal, wo habe ich denn? Inventar, ne? Das macht Sinn. Alles klar. So, können wir denn jetzt weitermachen? Ich würde ja ganz gerne noch einen Kampf machen. Dann müssen wir auch fast schon wieder speichern. Ja, es ist aber noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Weißt du, steht völlig weit entfernt von diesem Kraut. Ah,
aber das ist doch geil. Guck mal, so, ja, da können wir jetzt hier gleich mal in den nächsten Kampf. Als nächstes verfolgen wir den Velocipray, ne? Einatmen, ausatmen, wir packen das. Natürlich packen wir das. Zeit zu kämpfen. So, was willst du denn? Du bist doch gar nicht mehr bei uns. Ja, ein geschmeidiger, raffinierter. Alles klar. Hilft er uns denn jetzt die ganze Zeit oder erst noch die ersten Male? So, also der Velocipray ist schnell. Darum nutzt er Geschwindigkeit. Also weißt du, was du nutzen musst, richtig, Kind? Ach so, jetzt raff ich das. Wenn er Geschwindigkeit wählt, müssen wir Kraft wählen. Okay, wahrscheinlich nicht. Ja, das habe ich verstanden, dass das so nicht geht. Sprich doch nicht in Rätseln. Sag mir doch gleich, wenn er das wählt, soll ich das wählen? Hebelarsch, was hasse ich ja. So, also, dann wählen wir jetzt Geschwindigkeit. Also dann immer das Gleiche. Ja, weil das kannst du ja, die Ausdrucksweise, warum ich mich hier so dämlich angestellt habe, kannst du ja mit diesem Angriff erkennen, kannst du ja verstehen, wie du willst. Und es kann sein, erkenne die Art des Angriffs und wähle das Gleiche aus oder wähle einfach etwas anderes dazu aus, um denjenigen zu besiegen. Ne? Das kannst du ja verstehen, wie du willst. So, das am Rande. Warum sind wir denn hier einfach so schlecht? Ach, oh Gott, oh Gott. Ja, da werden wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen rumleveln müssen, definitiv. Du hast es geschafft, Kumpel. Nächster Halt, Pondrigrotte. Ja, das musst du jetzt nicht jedes Mal sagen. Wir wissen schon, wo wir hinwollen. Von hier an müsst ihr ohne mich weitergehen und euch den weiteren Herausforderungen allein stellen. Geht einfach zum Raum der Prüfung und reinigt euren Bindungsstein. Einfach getan, nicht wahr? Oh, eine weitere Sache noch. Ich bringe euch noch diese tolle Fähigkeit bei. Sie heißt Anfeuern. Rider können alle möglichen nützlichen Fähigkeiten erlernen. Ich weiß, dass ihr offiziell noch kein Rider seid, aber vielleicht möchtet ihr versuchen, Anfeuern zu benutzen, damit ihr seht, wie Fähigkeiten funktionieren. Na gut, seid vorsichtig da drin. Ich sehe dich dann später im Dorf, Kind. Das hier ist der letzte Teil des Rituals. Danach wirst du ein ausgewachsener Rider sein. Viel Glück. Ich bin hier, also musst du dir keine Sorgen machen. Los! Anfeueranleitung. Was ist denn Anfeuern? So, und was ist das denn? Also die Namen und Bezeichnungen sind ja schon mal sehr geil. Wo finden wir das denn? Finden wir es im Rider-Notizbuch durch Zufall? Ach, verdammt, da war ich zu schnell. Was ist denn Anfeuern? Wo finde ich denn Anfeuern? Ist das eine Fähigkeit? Weiß ich nicht. Hä? Bei Grundlagen? Auch nicht. Einrichtung? Yes. Also was er da mit dem Anfeuern meint, weiß ich gerade nicht, aber... Oh, was ist das denn? Warum rennst du weg? Don't renn weg. Renn doch nicht weg. Hallo? Oh, es hat sich aufgelöst. Das ist immer kein gutes Zeichen, ne? Wenn die sich einfach so auflösen. Schau dir das an, hier wachsen ein paar Pflanzen. Du kannst an Orten wie diesen nützliche Sachen wie Kräuter finden. So, du kannst unterschiedliche Objekte sammeln, wenn du dich Pflanzen, Nestern etc. näherst, so wie wir es ja bis jetzt auch schon gemacht haben. Pass auf, dann können wir es sammeln. Oh, was sind denn Versammlung einberufen? Um Objekte zu nehmen, musst du das Sammeln-Symbol über deinem Kopf oder die Unterstützen-Taste in der rechten unteren Ecke antippen. Alles klar. So, das ist mir jetzt fast schon wieder zu viel Menü- und Erklärungskrams. Wir haben Weizen erhalten. Auri-Steinstück. Oh, 5er Wurfmesser. Das sieht doch sinnvoll aus. Also die laufen weg, warum auch immer die weglaufen vor uns. Pass auf, wir werden da dieses große Teil da oben noch machen und dann werden wir nämlich langsam schon wieder Richtung Speicherpunkt einmal gehen. Hey Kappe, hältst du deinen Kampfbeutel bereit? Wenn du im Kampf bist, kannst du nur Objekte aus deinem Kampfbeutel nutzen. Rider müssen immer bereit sein, also geh ins Camp-Menü und schaff Ordnung. Okay. Ich hab's mir jetzt nicht durchgelesen, weil... Achso, warte, da war er doch. Ich habe ihn gesehen. Da
Ach so, ja, okay, warte. Alles klar, ich habe verstanden. Ja, überschreiben. Gut, wir haben da jetzt einfach auf gut Deutsch nochmal die Wurfmesse reingepackt. Ah, das greift uns an. Also ich würde jetzt tatsächlich, weil wenn es da so diesen roten, dann würde ich tatsächlich... Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, dass er da jetzt auf Geschwindigkeit geht. Aber woran hätte ich das erkennen können? Woran hätte ich das erkennen können, dass der auf Geschwindigkeit geht? Vielleicht, wenn man die Monster so ein bisschen kennt, das kann sein, ne? Juhu! Weil wir müssen sowieso erstmal ein bisschen rumleveln und uns auch ein bisschen stärker machen. Aber sowas mag ich doch schon. Oh, Rang C ist jetzt nicht so gut. Rang C ist ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht. Aber was gab's denn so? Verschiedene Monster überbleibt. Das war doch gerade mal ein Monster. Oh, eine Schuppe. Mhm. Und noch ein Skelett. Alles klar. Das nehmen wir natürlich alles mit und machen uns jetzt leider, meine Lieben, ja, erstmal in Richtung Camp wieder auf. Da werdet ihr mich sehr hassen. Ich hoffe natürlich, er lässt uns raus. Weil sonst wird die Folge zu lang und, ne, ihr wisst Bescheid. Weil das ist auch ganz gut, dann können wir das nächste Mal gleich erst nochmal ein bisschen leveln. Vielleicht noch irgendwas Spannendes einsammeln. Ich hoffe nicht, dass er uns jetzt abhält davon. Was tust du hier schon wieder? Du wirst zu spät zu den Riten kommen, husch! Wenn du zu der Pontry-Grotte gehen möchtest, ist dies hier die vollkommen verkehrte Richtung. Ach Mann, oh, ich habe keine Zeit, ich muss auf Arbeit. Siehst du, ja, das sage ich meinem Chef. Warum sind sie zu spät gekommen? Ich konnte nicht speichern. Toll. Sehr, sehr toll. Ja, Freunde, sowas ist immer so ein bisschen suboptimal in Games. Das erinnert mich früher an Kinderzeiten. Nein, Mutti, ich muss erst am Speicherpunkt. Finde ich außerdem ein bisschen schade. Ich hasse so lineare Spielverläufe. Ich hoffe ja, dass sich das noch ändert. Oh, warte. Ja, Pilze können wir auch einsammeln. Mitten beim Einsammeln überfallen. Ja, wir wurden erwischt, alles klar. Aber sind das jetzt zwei? Gut, also da gehen wir doch tatsächlich jetzt erstmal auf Geschwindigkeit. Also weiß ich nicht, woran man das erkennen soll, ne? Jetzt habe ich Kraft ausgewählt. Ach, ich bin doch dämlich. Ja, das war jetzt so nicht geplant, aber der ist ja eh jetzt gleich weg. Tja. Na, immerhin steigen wir gleich noch einen Rang auf. So, was haben wir jetzt noch? Eine Schuppe, Knochen, Schuppen, Skelett, alles klar. Immer einfach mitnehmen. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir irgendwann an der, oder das wird bestimmt bald passieren, dass wir da an die Grenze der Speicherkapazitäten kommen, ne? So, das sind wir. Gegen uns selber können wir nicht kämpfen. Ja. Ich möchte so gerne speichern. Ach, das gibt's doch nicht. So, hat er gesagt, Geschwindigkeit. Ja, da habe ich natürlich, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Dann wählen wir natürlich jetzt den Geschwindigkeitsangriff aus.
Ja, los, wir haben es geschafft. Immer noch Rang C. Warum? Ich weiß es nicht. Na egal. Zumindest sind wir jetzt aufgestiegen, eine Stufe. Sammeln noch ein paar Sachen ein und können jetzt weiter zur Grotte vordringen. Ich gehe auch einfach gleich erstmal rein. Pondry-Grotte. Mach schon mal einen Tick lauter. Wow, da möchte ich ja ungern runterfallen. Hä? Schau mal, ein Puggy. Wie kommt das kleine Ferkel hierher? Oh, was ist das? Verirrtes Puggy. Es gibt viele Puggys, die sich überall verstecken. Finde sie, sprich mit ihnen und sammle sie ein. Beim Puggy nahe der Stallung. Beim Puggy nahe der Stallung siehst du deine Sammlung. Was bitte? Das Schwein! Und das Schwein hat eine Windel um. Okay, das hat eine Krone auf. Ein verirrtes Puggy gerettet. Warum haben die eine Krone auf dem Kopf? Und wir haben Kräuter ausgebuddelt. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo lang wir laufen müssen. Na, die sehen ja auch sehr charmant aus. Tja, was könnten die für ein Angriffstyp sein? Komm, wir nehmen jetzt einfach mal Kraft. Ich glaube, das bringt nichts, ne? Oh, oh, oh. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, gegen was ich da machen soll. Technik, siehst du? Also das mit diesem Angriff, ja, Rang C, also wir sind sehr, sehr schlecht. Mit diesem Angriff erraten, das habe ich echt noch überhaupt nicht geschnallt. Ein Panzer, eine Insektenhülse und noch ein Panzer, sehr gut. Das nehmen wir mit. Und haben noch eine Trophäe. Ich möchte einfach speichern, so das finde ich jetzt gerade so ein bisschen bescheuert, weil ich muss echt auf Arbeit. Das ist gerade mein Problem. So, also gehen wir gleich einmal auf Technik. Schild gegen Feuer. Tja, da wählen wir jetzt tatsächlich einfach nochmal Technik aus. Ja, sich einrollen ist natürlich auch aber das lernen wir noch, wie wir da jetzt gegen die Monster vorgehen müssen. Das werden wir so nach und nach noch lernen. So, alles klar. Und jetzt gibt es hier natürlich auch noch mehrere Wege. Warum auch immer hier Truhen verlassen rumstehen. Hallo, rollst du uns mal nicht über hier? Harte Panzer, pass auf, ja. So, da unten steht's. Ach, ich bin auch dämlich, ne? Ich habe nicht gelesen, dass das da drüber steht. Tja, warte. Ich würde jetzt nochmal auf Technik gehen.
Ja, ich muss doch gestehen, also das mit diesen Angriffen schnall ich echt noch nicht wirklich. Ne? Monsterfluid, Flüssigkeit von Käfern aus Monstern gesaugt. Das hört sich ja lecker an. Und Stein? Oder bei der Insektenhülse? So, pass auf, ich laufe jetzt auch gleich mal zielstrebig in Richtung des Ziels. Zielstrebig in Richtung des Ziels, ihr wisst, was ich meine. Damit wir dieses Ritual beenden können, hoffentlich. Oh, Raum der Prüfungen, wow. Aber das sieht doch sehr geil aus. Wir werden hier auf jeden Fall, Lebenspuder, wir werden hier auf jeden Fall definitiv nochmal herkommen und nochmal alles ganz genau uns im Detail angucken. Aber jetzt, ach, das sieht ja auch sehr geil aus, Leute. Oh, ich bin gespannt, was passiert. Sieht so aus, als ob das die heilige Quelle ist. Halt den Stein rein. Wer weiß, was uns jetzt angreift. Okay. Fantastisch! Du bist nun ein zu 100% voll zertifizierter echter Rider. Komm, Kumpel, lass uns ins Dorf zurückgehen. Warum sprechen wir eigentlich nicht? Wir sagen nie irgendwas dazu, ne? Lass uns einen guten Eindruck machen, Kumpel. Ride on! Weißt du das? Wir sprechen nie. Immer dürfen alle anderen irgendwas sagen, aber wir nicht. Ja, ja, er funkelt so rein. So, Bindungssteinstufe und Seltenheit. Mit einer höheren Bindungssteinstufe kannst du seltenere Monstis in deine Gruppe aufnehmen. Deine Bindungssteinstufe erhöht sich im Verlauf des Spiels. Alles klar. Ich möchte jetzt nach Hause und speichern, Himmelarsch. Das gibt's doch nicht. Oh. Die Schnurrhaare kribbeln. Ich fühle eine merkwürdige Präsenz um uns herum. Oh oh. Ja! Es ist ein Nagachuga! Er will uns mit aller Macht angreifen. Das Dorf ist nicht sicher, wenn wir dieses Monster nicht vertreiben, Kumpel. Okay. Ach, wie geil. Teamwork, alles klar. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Also, ich würde tatsächlich jetzt erstmal auf Geschwindigkeit gehen. Eieiei, das schaffen wir doch nicht. Niemals! Das ist nicht dafür ausgelegt. Ja, wollen wir jetzt tatsächlich mal auf Kraft gehen? Weil da oben sehen wir ja jetzt auch, okay. Ein Ritt kombiniert eure Kräfte. Es gibt drei Angriffsarten. Okay. Dann, was? Denn dann wirst du von deinem Monsti fallen. Ja, dann lass uns mal Geschwindigkeit machen jetzt. Ach, jetzt macht er Kraft. Ach, das gibt's doch nicht. So, Konfrontation zu gewinnen zahlt sich aus, denn dann steigt deine Bindungsstiege. Oh Gott, Entschuldigung. Bindungsstufe natürlich. Also ich wähle grundsätzlich immer das Falsche aus. Weißt du, was Bindungsfähigkeit ist, Kumpel? Sie ist eine starke Fähigkeit, die während des Reitens verfügbar ist. Aber wenn du sie benutzt, endet der Ritt. So, je höher die Bindungsstufe ist, desto stärker sind deine Bindungsfähigkeiten. Bindungsstufe 3, stärkste Bindungsfähigkeit.
Scheiße, da ist nämlich auch meine Stimme jetzt langsam weg. Himmelarsch. Entschuldigung. So, durchsichtige Tränen. Also ganz viele Tränen haben wir eingesammelt. Da schleicht sich der Nagajuka mit eingezogenem Schwanz davon. Komm hier nicht zurück. Mein inspirierender Rat hat euch zum Sieg geführt. Zittern eure Schnurrhaare noch? Und ja, ich schätze, du warst auch ziemlich cool. Vielleicht. Wir sollten zum Dorf zurückkehren. Ja, endlich. Niha, ride on, Kumpel. Naja, derjenige, der reitest, bist ja du. Jawoll. So, meine Lieben, und wie das Ganze hier weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ja, ja, am nächsten Tag nämlich. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet etwas Spaß mit der heutigen Folge und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, seid ein wenig dirty. Tschüss.